Also man kann gegen diese importierte Inflation auf der nationalen Ebene nicht viel machen. Ja? Also die Ursachen der Preissteigerungen können wir auf der nationalen Ebene nicht bekämpfen. Wir können auf der nationalen Ebene zwei Dinge tun. Zum einen die unteren Einkommen entlasten und das sind eben direkte Transfers, das sozial treffsicherste Mittel. Und wir können, das ist die zweite Säule dessen, was man auf der nationalen Ebene tun kann, den Ausstieg aus den fossilen Energien noch stärker fördern, als wir das schon tun. Ein kurzes kann man Entlastungsmaßnahmen setzen und soll Entlastungsmaßnahmen setzen. Was man dabei tun soll, ist zum einen darauf zu achten, dass das die langfristigen klimapolitischen Ziele nicht konterkariert. Also die Senkung zum Beispiel von Mineralölsteuer und so weiter wären daher keine gute Idee. Und man sollte eben darauf achten, dass man an bestehende Instrumente anknüpft, damit das bürokratisch nicht so aufwendig ist. Und ein Beispiel oder eine konkrete Möglichkeit, die man setzen könnte, wäre diesen Teuerungsausgleich, den man ja schon beschlossen hat, den man auch schon mal aufgestockt hat, für alle Transferempfänger, Empfängerinnen noch einmal zu erhöhen. Der Teuerungsausgleich in Österreich, der sieht ganz konkret so aus, dass alle Transferempfänger, Empfängerinnen, also die Bezieher von Mindestpensionen, Arbeitslosengeldbezieher, Bezieherinnen und so weiter, dass sie in einem ersten Schritt, wurde das so beschlossen, 150 Euro bekommen. Das ist jetzt aufgestockt worden auf insgesamt 300 Euro. Und das könnte man noch und sollte man noch weiter aufstocken. Preisdeckel sind keine besonders gute Idee. Preisregulierungen allgemein sind keine besonders gute Idee, sind ordnungspolitisch problematische Instrumente. Und sie sind auch sozial nicht treffsicher, weil sie alle entlasten, jetzt unabhängig von ihrem Einkommen und vor allem jene entlasten, die besonders viel verbrauchen. Würde man anknüpfen an die bestehenden Transferzahlungen, also ein Arbeitslosengeldempfänger oder eine Arbeitslosengeldempfängerin würde zusätzlich zu dieser Transferleistung dann eine Einmalzahlung, ja, da muss man sehen, wie hoch die sein wird, aber sie sollte sich schon ein bisschen orientieren natürlich an den zusätzlichen Ausgaben, die untere Einkommen haben. Eine Orientierung kann sein, wenn man sich die Konsumerhebung anschaut und man geht davon aus, und das ist nicht ganz unplausibel, dass sich die Energiepreise heuer ungefähr verdoppeln, dann hätte ein Haushalt im untersten Einkommensfünftel 800 Euro mehr an Ausgaben für Energie im laufenden Jahr. Das könnte so eine grobe Orientierung sein für direkte Transfers. Die verdoppeln sich natürlich für alle, diese Heizkosten, also für Einkommensschwache, also für Einkommensstarke. Das heißt aber, den Einkommensstarken, wenn jemand eben mehr verdient, dann soll er das aber auch selbst bezahlen. Ich glaube, Einkommensstarke können das natürlich besser schultern als die Einkommensarmen. Und sie sind auch die Verbrauchsstärkeren. Ja? Und hier zu entlasten, wäre, glaube ich, der falsche Weg. Hier sollte man versuchen, und das gilt aber natürlich für alle, dass man den Ausstieg aus der fossilen Energie noch stärker fördert, als man das tut, dass man noch mehr forciert die thermische Sanierung, dass man noch mehr forciert den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und so weiter. Jetzt gut, mit einer Einmalzahlung von 150 bis 300 Euro, da kommt man mal vielleicht ein bisschen weiter, aber das ist ja auch nicht dann das Ende der Fahnenstange. Das heißt, da muss man noch irgendwann schauen, wie geht es dann weiter, ja? Wie macht man dann weiter und vor allen Dingen, was kann man denn überhaupt jetzt Menschen empfehlen, die im Moment gerade merken, am Ende des Monats ist nicht mehr viel übrig im Geldbörserl oder im besten Fall ist noch was übrig. Oder sie merken, das geht sich jetzt gar nicht mehr so gut aus. Wahrscheinlich sind das Menschen, die vielleicht selbst gar kein Auto haben oder die jetzt die Treibstoffpreise gar nicht so treffen, weil ein Arbeitsloser wird wahrscheinlich nicht so viel mit dem Auto unterwegs sein, sofern er eins hat. Aber natürlich, heizen muss jeder. Ja, ganz genau deshalb müsste die Regierung so schnell wie möglich handeln und hier diese Transfers dann eben auch aufstocken und eben Wege finden, diese Haushalte besonders schnell zu entlasten. Und das geht eben am besten, indem man direkte Transfers, die es schon gibt, aufstockt. Also das wär wirklich sehr dringend notwendig, dass man hier eine sehr rasche Entlastung bewirkt. Letzte Frage noch an Sie. Was können Sie überhaupt Menschen empfehlen im Moment gerade? Was sollte man tun, wenn man jetzt merkt, mit dem Geld wird es knapp? Naja, selber kann man relativ wenig tun. Man kann schon ein bisschen was tun. Ja, man kann versuchen, Energie zu sparen im Haushalt. Man kann Energie sparen quasi beim Autofahren, indem man treibstoffschonend fährt und so weiter. Aber das individuelle Verhalten ist hier begrenzt hilfreich. Also hier ist schon die Regierung gefordert, dass sie möglichst schnell rasch wirkende Entlastungsschritte auch setzt.